Ja, willkommen zu einem neuen Interview der Woche. Und zwar sind wir diese Woche an einem besonderen Ort, denn diese Woche sind ja 25 Jahre deutsche Einheit. Und deswegen sind wir heute nach Hagenow gekommen, zu Kuno Kahls. Kuno Kahls ist sozusagen Geschichtensammler, Fotosammler, Dingesammler hier in Hagenow und mehr oder weniger auch Ortschronist. Und deswegen kann er sicherlich uns einiges erzählen. Und zunächst wollte ich mal fragen, wie haben Sie denn überhaupt die Wende erlebt, sozusagen? Die Wende habe ich natürlich als Chronist erlebt. Ich habe fotografiert. Zu allen Höhepunkten bin ich hingewiesen mit dem Fotoapparat und habe dort fotografiert. Und was ich nicht selber fotografieren konnte, das habe ich mir nachher von anderen besorgt an Fotos. Und Sie wissen ja, es gibt ein dickes Buch. Es war einmal eine Grenze, da sind 540 Fotos drin. Und die meisten sind natürlich nicht von mir. Man konnte ja nicht überall sein, zumindest nicht oben am Prival und in Duzow und in Schnaggenburg oder in Blekede, alles zur gleichen Zeit, da konnte man nicht sein. Und da habe ich viele Menschen nachher gefunden, die mir Bilder zur Verfügung gestellt haben. Und für Sie ist sozusagen die Aufarbeitung, wenn man so will, der Wende der Einheit ja noch gar nicht abgeschlossen, weil zum Beispiel das Buch, was Sie gerade ansprachen, das wurde ja jetzt auch erst fertig. Also Sie sammeln eigentlich ja immer noch, oder? Ja, das Buch ist im vorigen Jahr zum 25-jährigen Tag der Grenzöffnung herausgekommen. Und in diesem Jahr ist ja nun die Einheit 25 Jahre her. Aber am Tag der Einheit habe ich auch in Hagenow fotografiert. Und da habe ich auch am Tag vorher, abends, am 2. Oktober, wurde hier im Kulturhaus eine Veranstaltung gemacht mit Lüneburgern und anderen Gästen. Und da habe ich auch fotografiert. Und die Fotos findet man aber auch in den Publikationen wieder. Und was herrschte da für eine Stimmung? War das sehr ausgelassen oder hat man schon realisiert, was das so alles bedeutet? Ja, da herrschte eine ausgelassene Stimmung und eine zukunftsfrohe Stimmung. Und wer nun mit dem Leben mitgeht, der hat ja auch eigentlich nur Positives erlebt. Aber es gibt natürlich auch Verlierer der Wende und der Einheit, aber ich denke, die sind in der Minderzahl. Und hier haben Sie ja sozusagen, wenn man so will, einen DDR-Stall aufgebaut. Fing das Sammeln von diesen Gegenständen, also hier sind ja DDR-Gegenstände, fing das Sammeln mit der Wende an, vorher? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wann kam da so das meiste? Ja, das kam nach der Wende erst. Da habe ich dann gemerkt, die Leute stellen ja alles an die Straße, die bringen ja den Sperrmüll raus und das ist ja eigentlich die DDR-Wohn, ja, Kultur gewesen, die Haushaltskultur und alles Mögliche. Und da muss man doch mal was aufheben. Und dann habe ich begonnen zu sammeln, gleich nach der Wende. 1992 ging es eigentlich los, so richtig los. Da zogen die Russen aus Hagenow ab. Da waren die im März, April verschwunden. Und dann sind wir zum Flugplatz gewesen, wo sie waren. Man nannte das ja in der DDR-Zeit auch Garnison. Und haben alles, was da liegen geblieben war, eingesammelt. Und dann nachher sehr viel von Sperrmüllhaufen, muss ich so sagen. Manchmal, wenn ich von meiner zweiten Schicht kam, ich habe ja damals noch gearbeitet, und meine zweite Schicht war die Heimatkunde, aufzuarbeiten alles. Und dann habe ich manchmal abends halb elf, um elf, die Sperrmüllhaufen gesehen, wenn ich von meiner zweiten Schicht kam. Die ist meine Arbeitsstelle für solche Dinge, ist hier nicht im Hause. Tja, und dann habe ich oft den Museumsdirektor geholt. Der wohnte da oft nicht weit davon entfernt und habe gesagt: Henry, du musst hier mal eine Weile stehen bleiben. Ich hole meinen Ziehwagen, sonst ist das nachher weg. Und dann haben wir beide nachts um elf, halb zwölf die Sachen eingeladen und erstmal in unseren Stall gebracht. Der war damals noch längst nicht fertig, so wie es hier heute ist. Das habe ich erst so ab 1999 begonnen, den Stall auszubauen, denn man hat, wenn man so ein Haus saniert, das eine Ruine ist, erst mal ein paar Jahre, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll.
Und dann habe ich das erst alles wieder sacken lassen und dann habe ich den Stall in Angriff genommen, in Eigenarbeit alles ausgebaut. Denn Geld war ja weg durch die Haussanierung und durch die neue Geschäftseröffnung und dergleichen. Wir mussten ja kräftig investieren nach der Wende. Ja, und so hat man den Stall hierher gerichtet, der sonst nutzlos auf dem Hof stehen würde. Und der ist immerhin 30 Meter lang und 9 Meter tief. Da geht allerlei an DDR-Alltagsgut hinein. Ja, da haben Sie ja dann ganz schön viel Mühe auch und Zeit investiert, um diese ganzen Sachen zu sammeln, wie wir gerade gehört haben. Warum war Ihnen denn das so wichtig? Also haben Sie gedacht, einfach, wenn ich nichts mache, hebt das keiner auf, dann ist es weg? Ja, so ist es ja auch. Im Prinzip ist es so, wenn man den Platz nicht hat, schmeißt man das weg, dann bringt man das zum Sperrmüll. Und ich habe den Platz hier und kann das lagern. Das ist also sozusagen ein Schaudepot. Wenn man sich anmeldet bei mir, dann kann man das auch mal ansehen. Aber ich sitze hier nicht den ganzen Tag und warte auf Leute, weil ich ja noch genügend andere Dinge um die Ohren habe. Ein Rentner hat ja keine Zeit. Aber da habe ich auch schöne Stücke bekommen, auch aus der Umgebung, zum Beispiel aus Hackendorf. Wollen Sie das Schild mal sehen? Ja, gerne. Wir sehen das ja hier schon liegen. Was ist denn das überhaupt für ein Schild? Das ist aus dem Sperrgebiet, aber aus dem Schutzstreifen. Und der Schutzstreifen war das 500 Meter Sperrgebiet und das war in Hackendorf bei Lassahn hinter Zarrentin. Und da das Material in der DDR-Zeit so sehr knapp war, haben die Hackendorfer das gleich genutzt. Und zwar ein Fischer hat das genutzt und hat dann da drauf geschrieben, täglich frische Landeier. So haben die dann gleich dieses Schild, das nicht mehr benötigt wurde, umfunktioniert. Und das finde ich eine großartige Sache hier. Das ist richtig lustig anzusehen, ne? Ja, da wurde aus der Warnung vor der Grenze mehr oder weniger Werbung. Werbung für Landeier gemacht, ja. Das ist doch eine tolle Sache. Und dann habe ich auch von anderen Leuten bekommen einen Genex-Katalog. Der Genex-Katalog ist ja ganz interessant. Wenn man reiche Westverwandte hatte, die konnten im Westen für D-Mark D-Mark einzahlen. Und dann hat man sich das hier im Intershop holen können. Und Sie werden es nicht glauben, man konnte sich sogar PKWs abholen, wenn man drüben reiche Leute hatte. Hier auch schon Motorräder verschiedenster Art, Wochenendhäuser, Häuser sogar, Zelte. Und hier, das legen wir mal beiseite, und da sehen Sie sogar West-PKWs. Alles gegen Westgeld zu haben. Ich dachte immer, das mit den Westpaketen war so, da musste man Glück haben, dass jemand was mitbringt. Aber das war ja dann richtig organisiert, dass man sich Sachen besorgen oder bestellen konnte sogar. Ja, das war eine Firma, die nannte sich Genex. Dies ist der Genex-Katalog. Der ging über Dänemark, da wurde das verrechnet. Und da ist noch ein großer Katalog, wenn Sie den mal rüberreichen. Das ist zum Beispiel der Genex-Katalog von Palatinus GmbH aus Zürich. Gehört aber auch zu Genex. Genex, ja, Geschenke, Export oder so, kann ich mir so den Namen vielleicht zusammenreimen. Ich habe aber das noch nicht recherchiert, wie es wirklich heißt. Das muss ich dazu sagen. Aber da konnte man auch einzahlen, auch im westlichen Ausland überhaupt. Gegen Dollars war das auch möglich. Und dann konnte man sich die Sachen hier aus dem Intershop holen. Und leider gibt's ja nun seit der Wende keine Intershops mehr und nun kriegt man keine Geschenke mehr aus dem Westen. Manchmal geht's ja schon andersrum, dass man Dresdner Stollen rüberschickt und solche Raritäten, die es auch damals in der DDR gegeben hat. Ja, so ändern sich quasi die Zeiten, wenn man so will. Ja. Aber man redet ja auch oft davon, ist jetzt die Einheit, also ist es jetzt vollzogen oder nicht? Was würden Sie denn sagen? Gibt es heute noch viele Sachen? Also hier bei Ihnen sieht man ja auch sehr gut, was früher die zwei Staaten sozusagen getrennt hat. Aber was trennt denn heute noch die Leute? Oder ist alles vergessen? Sind wir alles eine Nation aus Ihrer Sicht? Ich bin ja nun Jahrgang 1938 und kenne Deutschland noch so, wie es vor dem Krieg oder im Krieg war. Da war es bedeutend größer.
Und nach dem Krieg wurden ja dann die zwei Staaten gegründet, 1949. Vorher war es ja Ostzone, Westzone. Ja, für mich ist Deutschland ja nichts Neues mit der Größe heute. Ich war 7 Jahre alt beim Kriegsende und da war Deutschland ja noch ziemlich groß. Tja, es gibt aber Leute, denen das im Kopf so fest sitzt, zwei deutsche Staaten, Ost und West. Bei mir ist das eigentlich nicht und ich habe auch keine Leute bei meinen Plattdeutschfreunden im Westen oder bei meinen Optikerkollegen im Westen kennengelernt, die noch so denken, Ost und West. Wir haben also nach der Wende gleich gesamtdeutsch gedacht. Denn wir sind ja die Generation, die eben das große Deutschland noch kannten. Und wir haben ja vorhin gehört, Sie haben einmal ein Buch zusammengetragen, also Fotos zusammengetragen und Sie sammeln ja auch Geschichten in den Fikenheften. Ja. Gibt es eigentlich Geschichten, die Sie besonders bemerkenswert fanden zur Wende? Fallen Ihnen da spontan welche ein oder in welchem Heft wird das behandelt? Was konnten Sie da so zusammentragen? Es ist in der Serie Fikenhead-Schrämuth-Hagenow in der Nummer 5, 6 und 7. Das ist Zeitgeschichte und die Wende wird in der Nummer 6 behandelt. Davon gab es 10.000 Exemplare und davon gibt es keine mehr. Die sind alle verkauft. Es ist unwahrscheinlich, wie eine regionale Sache so beliebt geworden ist, weil es Volkserzählungen sind. Ich lasse darin weit über 1.000 Menschen sprechen. Das sind nicht meine Geschichten. Eine Geschichte fand ich ganz gut. Das war nämlich zu Weihnachten 1989, als wir die Bundesbürger begrüßten. Ich war mit zur Autobahn gefahren. Mit dem Tonbandgerät und mit Fotoapparat und so weiter und hatte das eigene Auto zu Hause gelassen. Und wir von Hagenow fuhren dorthin abends um 10 am 23.12. Es ging ja dann ab Mitternacht los mit der Einreise der Bundesbürger ohne Kurtaxe und ohne Visum. Sie konnten auf Ausweis einreisen. Und nun waren wir denn da und da traf ich die Hagenower Dörbschaft. Da sprach ich Erna Wasserstrahl an. Erna Wasserstrahl spielt immer die Putzfrau Erna und trinkt auch gerne Goldkrone. Und da frage ich Erna, hast du schon was Interessantes erlebt? Das ist ein Mann natürlich. Hast du schon was Interessantes erlebt nach der Reisefreiheit? Ja, hat er gesagt. Neulich war ich in Hamburg. Ich fahre aber mit dem Zug dahin, denn du weißt, ich trinke zwischendurch ja immer mal Goldkrone und mit dem Auto darf man nicht Alkohol trinken. Also ich komme in Hamburg auf dem Hauptbahnhof mit dem Zug an, gehe an den erstbesten Kiosk und verlange eine Flasche Goldbrand. Da sagt die Verkäuferin, Goldbrand haben wir hier nicht. Da hab ich da auf den Tisch gehauen und hab gesagt, geht die Scheiße hier auch schon los? Okay. War überrascht, dass es selbst da nichts gibt. Okay. Man war ja immer der Meinung, im Westen gibt es alles. Aber Goldkronen hatten sie damals auch nicht. Mittlerweile haben sie es vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Genau. Wie wichtig oder was bedeutet Ihnen denn eigentlich noch so die Erinnerung an die DDR, wenn Sie hier den Stall haben und die Geschichten so, was hat das für Sie für eine Relevanz sozusagen? Ja, wir haben damit ja unser Leben verbracht, kann man sagen. Wir sind ja in der DDR aufgewachsen. Ja, von 49 bis 89 waren es 40 Jahre und das geht nicht so spurlos an einem vorüber. Interessant ist aber, wenn ich hier westdeutsche Besucher habe, Plattdeutschfreunde hauptsächlich, die sagen dann immer, ja, das haben wir auch gehabt und das haben wir gehabt und die Möbel, die haben wir auch gehabt, die kommen mir so bekannt vor. Ja, sage ich, wir haben ja auch exportiert aus der DDR in den Westen und die Versandhäuser haben von uns gelebt. Sie haben das dort kaufen können unter Privileg.
viele Geräte, Waschmaschinen, Herde und alles, was so aus dem Thüringer Raum kam, was dort produziert wurde, und Möbel, die, sogar Güstrower Sitzmöbel haben sie bekommen von uns. Das wurde alles exportiert, nur damit die DDR ein bisschen Westgeld hatte. Und das kommt Ihnen alles hier bekannt vor. Die Küchengeräte zum Beispiel, Mixer und dergleichen, alles im Westen wie im Osten. Also im Haushalt hat sich da kaum etwas unterschieden bei der Durchschnittsbevölkerung. Ja, okay. Aber Sie haben, wie man hier zum Beispiel an so einem Wandteppich sieht, noch das ein oder andere Stück, was bestimmt im Westen so nicht vorhanden war. Und heute bekommen Sie auch noch was dazu, direkt von der Wendezeit, habe ich gehört. Ja, ich habe heute eine Verabredung in Beutzenburg. Da will mir eine Frau aus Harburg, meine ich, ist sie, eine Bierflasche überreichen. Sie hat gesagt, dort steht drauf, dass es ein Einheitsbier ist, das aber wahrscheinlich von einer Brauerei in der Hamburger Ecke gebraut wurde zur deutschen Einheit. Und die Flasche will sie mir auch übergeben. Nehme ich natürlich dankend entgegen für die Nachwelt. Das sind so Dinge, die es nicht mehr gibt. Die Bierflaschen sind doch alle ausgetrunken worden und wieder zurück. Aber sie hat noch eine volle, sagt sie, die ist noch geschlossen. Allerdings muss man die wahrscheinlich auch mal entleeren, damit die Flasche dann nachher nicht explodiert, wenn das anfängt zu gären. Ne? Ja, die bekommt dann bestimmt auch einen schönen Platz hier im Stall, denke ich mal. Ich habe ja unten eine politische Abteilung, wo auch Dinge aus der Wendezeit sind. Zum Beispiel Wendewein aus der Kirche in Ludwigslust, der übrig geblieben ist. Die haben ja die Altbundesbürger zu Weihnachten dann alle in der Kirche auch begrüßt. Und da blieben so 4 Flaschen übrig. Und eine davon hat man mir dann mal überreicht, als ich mal eine Plattdeutsch-Lesung in Ludwigslust gemacht habe bei der Kirche. Okay. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir schauen uns auch gleich hier noch ein bisschen was an. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Und ja, Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich an der Stelle auch herzlich verabschieden. Bis zum nächsten Interview der Woche. Tschüss.